Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 3, Kapitel 15. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, also, ja, verlasse ich erstmal Sherber. In Ordnung. Bringt mich von hier weg. Sehr gut. Wohin wollt ihr denn? Ich wollte was zu trinken einschütten, stimmt. Moment. Das wird jetzt ein bisschen laut, aber das habe ich gerade vergessen in der Pause. So. Ja. Schauen wir erstmal. Reisen aber für den Hauptafen Frankreichs. Besuche die Abteilung des. Machen erstmal das mit dem Haupthafen. Wir reisten nach Barfleur, einem malerischen Hafen in einer Granitlandschaft. Es war der größte Hafen in der Normandie und der wichtigste Abfahrtpunkt für die Normannen zu ihren Ländereien in England. Ich sprach mit einigen der Seeleute und Fischer, aber keiner hatte Jack gesehen. Wie sollten sie auch? Fast ein Jahr war vergangen, seit er, ein einfacher Steinmetz, durch die vielbesuchte Stadt gekommen war, die sich allenfalls noch an den letzten König erinnerte, der auf einem weiteren seiner Eroberungszüge hier Station gemacht hatte. Vielleicht ging ich die Sache auf die falsche Weise an. Was hatte Jack in erster Linie nach Frankreich gezogen? Die Entfernung zu Kingsbridge? Oder etwas Spezielles? Wo sollte ich anfangen? Wir gehen jetzt erstmal nach Les Halles. Les Halles war winzig, aber, wie sich herausstellte, die Reise wert. In der kleinen Abteikirche der Dreifaltigkeit traf ich einen Mönch, der behauptete, mit einem Mann gesprochen zu haben, auf den Jacks Beschreibung passte. Er sei von dem Rippengewölbe der Abtei fasziniert gewesen und habe dem Mönch zahllose Fragen über dessen Konstruktion gestellt. Der Mönch konnte mir zu seinem Bedauern nicht sagen, wohin Jack weitergereist war, aber das machte nichts. Ich legte mich auf den Boden des Gästehauses der Abtei zum Schlafen nieder. Und zum ersten Mal seit fast einem Jahr fühlte ich mich erleichtert. Als ich in den Schlaf sank, drückte ich unser Baby an mich und flüsterte ihm in sein rosa Öhrchen: Wir werden deinen Papa finden. Ach, jetzt hätte ich auch noch hier. Oh, da muss ich auch noch hin. Folge dem Pilger nach Mont-Saint-Cé, mache Halt in Le Mans. Ich versuch's mal hier. Orléans. Paris. Le Mans erinnerte mich an die ganzen Unruhen, die ich in England hinter mir gelassen hatte. Vor 30 Jahren war Le Mans von Geoffrey von Anjou, Mathildes Ehemann, aus dem Hause Plantagenet erobert worden. Und auch wenn sie die Stadt seitdem gehalten hatten, stritten sich andere Adelsfamilien um sie, wie Mathilde und Stefan um England. Von Jack keine Spur, aber ich hörte von einer neuen Art Kathedrale, die in Saint-Denis nördlich von Paris im Bau war. Es war nicht unwahrscheinlich, dass Jack dorthin gegangen war, um von den Handwerkern zu lernen. Das heißt, wenn er nicht weiter nach Süden gezogen war, um in einer der vielen Kirchen von Tours Arbeit zu finden, der Heimatstadt von St. Martin. Ich glaube eher, dass er nach Saint-Denis hin ist. Das glaube ich eher. Nördlich von Paris besuchte ich die im Bau befindliche große Kathedrale von Saint-Denis. Sie war noch längst nicht fertig, aber ich konnte schon ihre Großartigkeit spüren. Sie war anders als alles, was ich je zuvor gesehen hatte. Ich nahm an, wenn Jack in die Nähe von Paris gekommen war, wäre er bestimmt hier gelandet. Aber ich hatte mich geirrt. Niemand von den vielen Steinmetzen, die an der Kathedrale tätig waren, konnte sich an ihn erinnern. Mir drehte sich der Magen um, als mir klar wurde, dass mein strapaziöser Marsch nach Paris umsonst gewesen war. Hier hier steht übrigens in Rouen die Statue von Jeanne d'Arc. Und in einem kleinen Dörfchen nähe Orléans
Wird das so ausgesprochen? Ich hoffe, wurde sie ja auch geboren. Ja gut, dann nach Tours, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt eigentlich nicht, dass er Arbeit sucht. Nach zweimonatiger Reise. Zentralfrankreichs Tours? Tours? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ein Vögelchen. Amoris, das Buch beginnt schon auseinanderzufallen. Das hat sie dabei. Sie hat ihren Dolch dabei. Und das Kind natürlich, das sie erst benennen wird, wenn sie Jack gefunden hat. Werde ich jemals Jack wiederfinden. So, hier ist die Baustelle, genau wie in Kingsbridge. Aber der Baustil sieht ganz anders aus. Spitzbogen, sind die nicht normalerweise rund? Sowas habe ich noch nie gesehen. Statue der Gottesmutter. Wir beide wissen, eine Mutter zu sein ist nicht leicht. Kann sie da was machen? Ein wichtig dreinblickender Geselle. Gehen wir mal zu dem hin. Guten Tag. Seid ihr der Baumeister hier? Worum geht's? Ich suche nach einem Mann, der vielleicht hier durchgekommen ist. Ein englischer Steinmetz mit rotem Haar. Er nennt sich Jack Jackson. Ein Rotschopf. Ja. Habt ihr ihn gesehen? Er hat vielleicht hier Arbeit gesucht. Ich brauche keine neuen Steinmetze. Wir machen hier nur Ausbesserungen. Aber war er hier? Nein, hab ihn nie gesehen. Und jetzt tretet zur Seite, Weib, bevor eurem Kind was auf den Kopf fällt. Darf ich mit euren Arbeitern reden? Nein, sie haben zu tun. Und ich kann euch versichern, sie können euch auch nicht mehr sagen. Dann spreche ich mit Ihnen, sobald Sie Ihr Tagewerk vollendet haben. Reine Zeitverschwendung. Vertuscht er was? Ihr habt gezögert, als ich einen Mann mit rotem Haar erwähnte. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht gesehen habt? Ganz sicher. Ich glaube euch nicht. Tja, das ist euer Problem, nicht meins. Warum wollt ihr mir nicht sagen, was ihr wisst? Schon gut. Er war hier, wollte für mich arbeiten. Aber ich musste ihn nach ein oder zwei, drei Tagen rauswerfen. Warum? Weil er immer nur wollte. Lasst mich das Dach neu entwerfen, lasst mich das Hauptschiff heller machen. Alles tolle Ideen. Aber immer nur Gerede, statt mal das zu machen, was er machen sollte. Scheiße, der Kerl war fast so quengelig wie mein Sohn, als der noch ein kleiner Bengel war. Er weiß schon eine Menge über sein Handwerk. Ich kenne Steinmetze wie ihn. Hochbegabt, aber ohne einen Funken Disziplin in sich. Mit so einem kann ich nichts anfangen. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Keine Ahnung. Vielleicht nach Limoges oder Angoulême. Vielleicht sogar nach La Rochelle. Er hatte große Pläne für jede Kathedrale auf Gottes Erdboden. Aber keinen für sich selbst. Ich verstehe. Dann störe ich euch mal nicht weiter. Bon voyage, Madame. Toll. Eine wichtige freie Hafenstadt, ein weiterer Ort mit einer Kathedrale, ein blühendes Kunstzentrum. Ich würde sagen Kathedrale. Wir hatten gerade Tours verlassen, als mir plötzlich schwindelig wurde. Ich hielt an und machte Rast, um wieder zu Atem zu kommen. Dann erbrach ich mich in einen Graben neben der Straße. Zu meinem Entsetzen war unser Baby auch blass geworden. Sein Atem ging flach wie der eines alten Mannes. Ich gab mir Mühe, nicht in Panik zu geraten. Aber die nächste Herberge war Meilen entfernt
und wir konnten nicht auf der Straße bleiben, wo es nass und kalt war. Ich schleppte mich weiter, bis die Sonne ganz aufgegangen war, als ich doch umkippte. Ein Messerhändler, der denselben Weg hatte, hielt einen Wagen an, der auf der Fahrt zurück nach Tour war, und handelte mit dem Kutscher einen Preis aus, mich zu einem Gasthaus zu bringen. Also schon wieder zurück? Als wir wieder in Tour waren, wurde das Fieber schlimmer. Ich erinnere mich, wie die Leute mich in einen Raum trugen und auf ein Bett legten. Ich versuchte, mein Kind zu stillen, aber an alles danach kann ich mich nicht mehr erinnern. Als ich erwachte, stand Jack neben meinem Bett. Er schimpfte mit mir, weil ich ihm gefolgt war. "Weißt du, du könntest gehen, wohin du willst", flüsterte er. "Warum bist du so dumm und folgst mir?" Ich versuchte zu antworten, aber er öffnete das Fenster und sprang hinaus. Ins alte Griechenland oder vielleicht den ganzen Weg nach Arabien. Und in meinem Fieber folgte ich ihm. Was ist jetzt passiert? Was ist hier los? Der Geburtsort der Philosophie. Die Wiege der Zivilisation. Philosophie, würde ich sagen. Was ist denn jetzt los, ey? Wir sind im Fiebertraum. Je weiter ich lief, umso wütender wurde ich. Jahrelang hatte ich für meine Familie gekämpft. Ich hatte meinem Vater einen Eid geschworen, ein Geschäft aufgebaut, um ihn zu erfüllen, und sogar einen Mann geheiratet, den ich verachtete, nur um allen anderen Menschen zu helfen, außer mir. Ich hatte immer nur meine Pflicht gegenüber den Männern in meinem Leben gekannt, während der Mann, den ich zu finden versuchte, der in Wirklichkeit noch ein Junge war und nicht einmal imstande, sich selbst zu finden, ein sorgloses Leben führte. Er zog in der Welt umher, um Mathematik und Philosophie zu erlernen, während ich das Kind aufziehen musste, das er gezeugt hatte. Na, ihr beide. Wann kann ich je etwas für mich selbst tun? Fragte ich die Welt, als ich weiterzog. Was ist jetzt los? Eine Stätte großer Enttäuschung. Jetzt können wir nur da zurück. Ich war im Kreis gelaufen, den ganzen Weg bis zum Ende der Welt und zurück, nur um zum Ort unseres Scheiterns zurückzukehren. Mit geschlossenen Augen lauschte ich dem Klang reißenden Garns und bröckelnder Mauern und von Wagen, die gute Menschen in einer Wolke roten Staubs davontrugen. Als ich das letzte Staubkörnchen gelegt hatte, öffnete ich die Augen und fand mich wieder in einem schmutzigen kleinen Raum. Eine alte Magd saß neben meinem Bett und lächelte mich an. Dann reichte sie mir meinen Sohn. Oh, lieber Gott, er sah so blass aus. Wärme ihn, stille ihn. Gibt's nicht bei Frauen... Ich habe keine Kinder, deswegen kann ich das jetzt nicht so... Können die nicht auch irgendwie so ein Fieber kriegen oder durch eine Brustentzündung? Irgendwie sowas und daran dann auch sogar sterben? Ich weiß es nicht genau. Ich würde mal sagen, wärme ihn. Je mehr ich ihn zu wärmen versuchte, desto kälter fühlte er sich an. Oh bitte, lieber Gott, lass ihn leben. Bestraf ihn nicht für meine Sünden. Ich streichelte zärtlich seinen Kopf, bis er schließlich das Mündchen an meine Brust legte und trank und trank immer mehr, mit jedem Schluck gieriger als zuvor. Wir waren beide verschont worden. Wir ruhten einen weiteren Tag, dann packte ich meine Sachen und suchte die Kathedrale erneut auf, um Gott für seine Gnade zu danken. Okay. Dafür danke, dass er das Leben unseres Kindes verschont hat. Ich danke dir, lieber Gott. Jetzt langsam hochziehen. Ich danke hochziehen. Dir, dass du mein Kind gerettet hast. Ich danke dir für... Nicht loslassen, bevor ihr fertig seid.
Aber warum erweist du mir Gnade? Ich habe alle verraten, die mir lieb waren. Ich habe Jack verraten und meinen Bruder. Und wenn ich nie zurückkehre, würde ich auch den Eid brechen, den ich Vater geschworen habe. Es ist nur, dass ich das Gefühl habe, ich hatte nie ein eigenes Leben, weil ich immer nur für andere gekämpft habe. Und jetzt kämpfe ich vielleicht zum ersten Mal nur für mich selbst. Vielleicht sollte ich ja zurückgehen und helfen, Kingsbridge wieder aufzubauen. Vielleicht liegt Jack inzwischen sogar nichts mehr an mir. Amen. Die Statue da, dieses Steindingens. Das hier, der Kragstein, genau. Den kennen wir doch. Das kenne ich doch. Großartig, nicht wahr? Der Mann, der das gemacht hat, hatte es wirklich in sich. Das ist wahr. Das hatte er immer. Oh, ihr kanntet Monsieur Jacques. Ja, aber es ist eine Weile her, seit ich ihn das letzte Mal sah. Es ist eine Schande, dass der Meister ihn gehen ließ. In nur einem Monat hat er so viele Dinge vollbracht. Der Baumeister sagte, er hätte ihn nach nur 3 Tagen entlassen. Ach ja? Nun, vielleicht redet er sich das selbst ein. Die beiden haben sich von Anfang an nicht verstanden. Um die Wahrheit zu sagen, alle glauben, er fürchtete um seine eigene Stellung, wenn jemand wie Jacques mit dabei war. Das Letzte, was er machte, war, diesen Kragstein zu meißeln. Es war das Einzige, was der Meister ihn machen ließ. Und als er damit fertig war, hat man ihn weggescheucht. Euer Meister sagte, er hätte keine Disziplin. Ich will euch etwas erzählen. Jacques hat sehr hart daran gearbeitet. Er hatte vielleicht ein ungeduldiges Gemüt, aber man konnte sehen, dass er dagegen ankämpfte. Diesen Stein zu bezwingen war sehr wichtig für ihn. Oh, das verstehe ich sehr gut. Wisst ihr zufällig, wohin er gegangen ist? Er wollte dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela folgen. Dem Camino? Dem Jakobsweg? Er sagte, vielleicht würde er dort jemanden finden, der seinen Vater kannte. Nur noch eine Frage. Wie ging es ihm, als er euch verlassen musste? Darüber habe ich nie nachgedacht. Seltsam erleichtert, würde ich meinen. Er schien bereit für etwas Neues zu sein. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Gern geschehen. Und viel Glück auf eurer Reise. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. An einem fernen Ort. Ist es nicht seltsam? Immer wenn man aufhört zu suchen, trifft man auf die merkwürdigsten Dinge. Wie diese 3 Maschinen, die einer meiner Händler aus Bagdad hergebracht hat. Oh nein, ist das wieder eines von deinen Banu Musa-Spielzeugen, Rashid? Das sind keine Spielzeuge, Adriel, sondern Objekte wissenschaftlichen Erfindergeists. Mein geschätzter Freund aus dem Norden soll es erklären. Jack! Oh. Jack, wenn ich bitten darf? Als erstes möchte ich eure Aufmerksamkeit auf diesen prächtigen Singvogel auf dem Tisch lenken. Und dann auf den wundersamen Esel neben dem Eingang. Aber das Erstaunlichste von allem steht zwischen den beiden. Wenn ich so darüber nachdenke, warum bewahrst du dir die Lady nicht bis zum Schluss auf? Sonst könnten die anderen beiden Geräte im Vergleich blass und simpel erscheinen. Einverstanden. Die Statuette da? Genau. Aber eins nach dem anderen. Okay, wir haben hier... Soll Jack entscheiden, was zuerst vorgeführt wird? Wir haben hier noch eine neue Maschine. Die hier läuft mit Dampf. Geniale Erfindung. Dann haben wir aus einem Land im fernen Osten. Es wird vom Wasser angetrieben. Eines von Rashids neuen Spielzeugen. Und
Einfaches Holz mit Augen aus Stein, ohne einen erkennbaren Mechanismus. Niemand weiß, wie sie funktioniert. Er lässt sich wohl gern Zeit, was? Mit Dampf finde ich ganz gut. Die Kerze. Oh. Okay. Behälter mit Wasser. Ist zu schwer. Warte mal. Was macht er denn jetzt? Nicht viel, schätze ich. Mit Wasser auf. Ich habe hier irgendwie eine Idee. Ich weiß aber noch nicht, was genau. Nein. Das wird mit Wasser angetrieben. Jetzt beobachtet den Kopf. Nur noch einen Moment. Da. Habt ihr gesehen? Oh. Er hat gekotzt. Rashid, das ist widerlich. Ach, mitnichten. Könntest du bitte erklären, wie es funktioniert, Jack? Ja, ich denke. Erkläre es. Seht ihr die Schale, die auf dem Wasser schwimmt? Im Boden der Schale ist ein kleines Loch. Dadurch füllt sich die Schale langsam mit Wasser. Sobald sie voll ist, sinkt sie auf den Boden und zieht an einem Faden, der den Ball auf ein Gewicht fallen lässt. Dieses wiederum zieht die Schale wieder hoch und leert sie dabei. Und so den ganzen Mechanismus neu aufzieht. Wenn man das Ganze perfekt abstimmt, könnte man ihn jede Stunde einen Ball fallen lassen. Und dann hätte man eine Uhr. Gute Idee. Für mich ist es trotzdem bloß ein kotzender Esel. Zeig uns mehr, Rashid. Möchte noch jemand etwas Tee? Danke, Tochter. Wir werden etwas trinken, sobald Jack mit unserer Vorführung fertig ist. Darf ich zusehen? Aber sicher. So, dann haben wir hier... Also, wer ist dieser Mann, Rashid? Den Singvogel? Jack ist ein Freund des Hauses. Und jetzt? Jetzt müssen wir etwas Wasser hinzugeben. Genau, ich habe aber gerade keine Maus. Ein brillanter Kopf, ein Gelehrter und ein begabter Künstler. Ich könnte dem Mann den ganzen Tag dabei zusehen. Gestern erst hat er mir Euklid erklärt. Jetzt kommt Dampf. Ach, das ist da für den Singvogel. Es ist so schön, dass man weinen könnte. Hört nur. Die Banu Müsse, Müssa, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Die Banu Müssa Brüder sind drei gelehrte. Entschuldigung, persischer Herkunft, die im Bagdad des 9. Jahrhunderts gelebt haben. Sie sind bekannt für das Kitab al-Hiyal, eine große illustrierte Sammlung mechanischer Geräte und Automaten. Diese Automaten wurden größtenteils zur Unterhaltung entworfen, aber beinhalteten innovativste Technik. Die Brüder haben ebenfalls Bücher über Astronomie, Astrologie und Geometrie geschrieben, wobei letzteres einen Einfluss in der islamischen und europäischen Mathematik hatte. Ist das nicht schön? Wie funktioniert es? Vielleicht ist es ein Wunder. Genau. Sag du es ihnen, Jack. Im Innern ist ein Rad versteckt. Es dreht eine Achse. Und die wiederum hebt und senkt eine Folge von kleinen, verborgenen Zylindern. Diese Zylinder bewegen sich wie Finger auf einer Flöte. Aber wer bläst die Flöte? Dampf. Dampf? Ja,
Aber erst, nachdem ich die Verbindung zwischen Kessel und Rohr geöffnet habe. Die Kraft des Dampfes. Ausnahmsweise muss ich beipflichten. Das ist brillant. Natürlich. Natürlich. Es wurde schließlich von einem Moslem geschaffen. Lasst uns nicht vorschnell sein. Was hast du noch, Rashid? Man könnte die beiden verbinden und eine singende Eselsuhr bauen. Ein Lied nach jeder Stunde. Ey. Eine reizvolle Idee. Ja, allerdings. Nicht wahr? Du könntest so etwas sicher konstruieren. Das wäre unfair. Es ist deine Erfindung. Ich würde sie dir überlassen. Oder wir könnten sie zusammen entwickeln? Du hast uns immer noch nicht diese Statuette gezeigt. Stimmt. Jack, wenn ich bitten darf. Ich weiß nicht, wie die angetrieben wird. Das ist gerade mein Problem. Was ist das? Ein Grieche, der ein Buch namens Die Elemente der Geometrie geschrieben hat. Die Ägypter haben es ins Arabische übersetzt. Und die Engländer übersetzen es jetzt in Latein. Warte mal. Wie sonderbar. Rippengewölbe. Lass dich nicht ablenken, Jack. Ich dachte, sie könnte mir irgendwie... Kleiner Tisch? Ein Schatten, um die Mittagssonne zu vermeiden. Dann können oh, wir... Oh, das wird euch gefallen. Schaut nur. Ich muss sie an einen kühlen Ort stellen, genau. Und was jetzt? Habt Geduld. Aber schaut nicht weg. Es dauert ein bisschen, bis sie... Bis sie was? Sie weint? Ist das nicht unglaublich? Nein, es ist befremdlich. Rashid, was geht hier vor? Es ist ein Rätsel. Rashid, bitte. Wir alle wissen, dass es kein von Menschen geschaffenes Wunder gibt. Und dieses Stück Holz ist offensichtlich von Menschen geschaffen. Ich bin ganz eurer Meinung, Freunde. Aber bislang hat keiner von uns eine Erklärung. Alles, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass ihre glasigen Augen Tränen vergießen, wenn man sie vom Warmen ins Kalte stellt. Wie eine Pflanze bei Sonnenaufgang? Wie Tau. Der einzige Unterschied ist die Oberfläche. Das ist alles. Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur. Meinst du? Natürlich wollte ich euer Gespräch nicht unterbrechen. Aber wenn sich erklären lässt, warum sich Tau auf einer Pflanze sammelt, kann man daraus erschließen, warum die Frau weint. So, wer möchte denn jetzt eine Tasse Tee? Ich gerne. Deine Tochter ist ganz schön klug, Rashid. Eine wahre Gelehrte. Ich weiß. Manchmal wünschte ich, es wäre nicht so. Das würde es einfacher machen, sie zu verheiraten. Oh, ich bin sicher, das Problem wird sich auch bald lösen. Die beiden gucken sich zu lange an. Vielleicht entsteht der Tau aus unsichtbarem Wasser in der Luft. Wasser, das verborgen bleibt, wenn es heiß ist. Die gucken sich viel zu lange an. Auf dem Jakobsweg. 3 Monate später, mein Gott, ey, das Kind ist ja bald ein Jahr alt, wenn das so weitergeht. Die Pilgerwege in Frankreich kamen in Ostabad zusammen, am Fuße der Pyrenäen. Dort schwoll die Gruppe von etwa 20 Pilgern, die mit mir gezogen waren, seit ich Tours verlassen hatte, auf um die 70 an. Einige waren betuchte Bürger, andere wahrscheinlich auf der Flucht vor dem Gesetz
ein paar Trunkenbolde und mehrere Mönche und Geistliche. Überall waren die verschiedensten Sprachen zu hören, darunter Flämisch, ein deutscher Dialekt und eine südfranzösische Sprache namens Ock. Dennoch verstanden sich alle gut. Und als wir die Pyrenäen überquerten, sangen sie, spielten Spiele, erzählten Geschichten und einige hatten sogar Liebesbeziehungen. Während unser Baby und ich uns meist zurückhielten. Ganz schön frech, die mit ihrem Kind. Stehe jetzt. So, ich muss jetzt erstmal Schluss machen. Sag tschüss. Richtig dreist. Zum nächsten Mal.